Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute machen wir mal einen Pfeffersteak, habe ich mir gedacht. Dazu habe ich ein schönes Rostbeef, dry-aged, aus der Groma, kostet sage und schreibe 25 Euro das Kilo, unschlagbar. Dann haben wir verschiedene Kartoffeln, lilane Kartoffeln heute auch, aber Karotten, das habe ich alles blanchiert, ganz langsam. Die Pfeffersoße machen wir mit dem Aged Pepper, das ist mit Gold aufzuwiegen, das ist absolut die Krönung. Bei meiner Pfeffersoße gehört aber auch noch Gorgonzola rein, Champignons, Sahne 200 ml, dann haben wir noch ein bisschen Cowboy-Pfeffer und Fleur de Sel. Ja? Und das machen wir als Deko noch ein wenig. Da haben wir noch ein Brokkoli, den tun wir auch mit draufhauen. Was wir natürlich noch brauchen, ist ein wenig Olivenöl und ein Pinsel. Ja? Messer und so ist ja klar. Jetzt fangen wir an. Wir tun als erstes die Pilze noch mal schneiden hier. Das zeige ich euch. Das ist ja kein Hexenwerk. Den schneiden wir den Stiel weg. Schneiden einmal durch. So durch und schneiden die klein. Was ich noch vergessen habe zu sagen, eine Knoblauchzehe habe ich schon geschnitten. Ja? Das kommt noch damit drauf. Gut. So, jetzt braten wir hinten an der Pfanne an. Die Pfanne habe ich da hinten. Das Ganze machen wir heute auf dem Baron 94, Entschuldigung. Das ist nachgerüstet, die Infrarotzone. Ich habe das schon mal draufgestellt, das Pfännchen. Da tun wir jetzt als erstes ein bisschen Olivenöl rein. Dann sprudelt es nicht so viel. Ne? Die Pilze dazu. Schön schischen. Dann den Knoblauch, den können wir auch schon mit dazu tun. Eine Zehe. Das gibt die Soße. Und kommt ein bisschen Fleur de Sel noch dazu. Reicht. Lassen wir jetzt kurz anschwitzen. Und in der Zwischenzeit können wir jetzt schon unsere Steaks und die Kartoffeln angrillen. Ich zeige euch noch mal jetzt die Kartoffel. Das ist eine Kartoffel, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt genau, aber die ist lila. Ja? Und die habe ich gekocht und dann schneide halt einfach so ein viereckiges Teil raus. Schaut her. Dann sieht es aus wie eine Pommes. Das können wir wegtun. Und hinten und vorne vielleicht das noch weg. Die anderen habe ich leider gestern schon geschnitten. Aber ihr seht, wie lila die ist. Hammermäßig. Gibt einen tollen, geilen Farbklecks auf dem Teller. Und ja, hinten, ich tue noch mal kurz durchschwenken. Passen. Lassen wir noch kurz anbrutzeln. In der Zwischenzeit können wir unsere Kartoffeln und die Karotte ein bisschen ölen, weil ich grill mal an. Die habe ich also nicht gekocht, sondern so simmern. Simmern habe ich sie gelassen. Ne? Simmern heißt es, ne? Der Alfons, der simmert immer alles. Und mit reichlich Salz, dass sie schon ein Geschmäckle haben, weil wenn eine Kartoffel Salz hat, von Anfang an ist es natürlich besser, als du magst es danach hin. Ja? Und da grillen wir drauf an. Auf das Stück können wir auch einen Hauch drauf tun, wie ihr wollt. Da gibt es ein geiles Branding. Ja? Habe ich den Gorgonzola eigentlich nicht erwähnt? Den brauchen wir ja, genau, den brauchen wir dann. Jetzt schwenke ich da hinten nochmal durch. Ist okay. Jetzt würden wir die Steaks auflegen, mit der Kartoffel gleich, dass die schon ein wenig braun werden. Kurzes Branding und dann tun wir sie hoch. Ja, wie immer. Auf 250 Grad haben wir eine Hochkeit, 260 hat er. Jetzt tun wir die Steaklicht drauf, schaut her, nehmen wir die Hände. Und die Kartoffeln, die sind natürlich ein bisschen angelaufen jetzt von gestern, aber das ist nicht so wild, würde ich sagen. Ne? Und auch die Karotten, macht ein tolles Bild, ja, oder?
Sehr gut. Hände sauber. Die Bilder nochmal durchschwenken. Die schauen gut aus. Die geben wir jetzt gleich in ein kleineres Behältnis. Dann kommen die Pfefferkörner dazu. Die drücken wir leicht, dann kommt der Pfeffer noch besser raus. Ja? Bisschen Gorgonzola, die Sahne abgelöscht. Träumle wäre das. Ha! Und das Fleisch, Wahnsinn, das hat ja fast schon Kobe-Qualität, ja? Von der Marmorierung. Da können wir jetzt auch hier die Kartoffeln noch ein die lilanen Kartoffeln, die brauchen immer ein bisschen mehr Fett, weil die ein wenig trocken werden. Aber das ist okay. Okay. So, jetzt drehen wir unsere Stegli. Würde ich sagen, das ist schon gut, oder? Oh, schaut euch das an. Dann drehen wir auch gleich die Kartoffeln. Die hätten ein wenig mehr gebraucht, ein wenig mehr Gas. Das machen wir da hüben, ein wenig mehr Gas, dass die einfach ein bisschen bräuner werden. Lassen wir kurz noch ein wenig liegen. Rollen die alle ein bisschen weiter. Aber die bleiben ja dann oben auf dem Grill liegen. Das ist einwandfrei. So, als nächstes tun wir die Pilze hier in unseren Topf für die Pfeffersoße. Oh, ein Gerüchle ist das schon wieder. Das gibt natürlich größere Schabele da. Ah, oh, da ist ein Kätzle drauf, wie goldig. Ich glaube, das habe ich von meiner Tochter zu Weihnachten gekriegt. Die schabel ich, aber sie machen ihren Dienst. Ne? Gut, das reicht. Das lassen wir jetzt kurz weiter brutzeln. Die Pfanne nochmal weg. Und als nächstes würde ich den Aged Pepper ein bisschen drücken. Das passt alles noch. Da tue ich ein bisschen raus. Schaut her, so. Und dann drücke ich jetzt einfach mal mit dem Messer ein wenig auf. Und gebe den zu den Pilzen rein. Und lassen den ganz kurz ein bisschen mitschmoren. Da können wir dann wieder ein bisschen drehen. Da können wir vielleicht noch ein paar rein tun. Die tun wir auch noch einmal ein wenig drücken. Ein bisschen mehr jetzt. Das ist fermentierter Pfeffer. Der wird mit Meersalz fermentiert. Der hat einen Geschmack. Den solltet ihr euch unbedingt bei mir mal bestellen, weil der ist Hammer. Ja? Okay, jetzt drehen wir die Steaks wieder. Machen wir jetzt die andere Richtung, also 14 Uhr. Und die drehen wir auch ein wenig weiter, schaut her. Sollen einfach ein bisschen warm werden, die sollen jetzt gar nicht unbedingt. Jetzt haben wir Branding bekommen, also mache ich mit den Händen. Ne? So, jetzt habe ich ganz vergessen den Brokkoli. Da tun wir jetzt auch einen Hauch Salz drauf, von innen würzen. Und auch Olivenöl. Und schwenken die einmal so ein bisschen durch. Und wer das noch nicht gemacht hat, so ein Brokkoli vom Grill ist hammermäßig. Wahnsinn, wie geil der schmeckt. Also roh ist der, ja. Da können wir noch das Fleur de Sel noch ein wenig aufsaugen damit. Und die legen wir jetzt auch einfach auf den Grill irgendwo mit drauf. Dass die einfach ein bisschen mit angrillen. Das war's schon. Das schaut gut aus. Jetzt kommt die Sahne noch. Kommt da mal ein wenig her. Oh, das ist ja natürlich ein Träumle. Tun wir die Sahne da rein. 200 Milliliter ungefähr. Jawohl. Und gleich noch den Gorgonzola. Das sind jetzt 150 Gramm. Ich sag mal so 1,5 Esslöffel voll dürfte reichen. Ja? Gut. Und das lassen wir jetzt leicht reduzieren da drauf. Das gebe ich ein wenig raus. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das genauso macht, die Soße wird hammermäßig. Okay? Jetzt haben wir hier unsere Steglich. Die Soße tut schön leicht köcheln. Schauen wir mal da, wie das. Die tun wir auch ein bisschen weiter drehen. Guck, die kriegen ein leichtes Branding. Können wir dann mittig legen, dann geht es noch ein wenig mehr.
die Brokkoli, die drehen wir auch. Ich nehme da immer gern die Hände weg. Ja. Der kann auch lauwarm sein, ja. Der muss gar nicht heiß sein zum Schluss. Nur meine Kartoffeln und die Karotte, die sollte ein bisschen ja, heiß sein, ja. Auf jeden Fall. So, die Steaks haben wir ungefähr immer so 1,5 Minuten angegrillt, würde ich sagen, ja. Drehen wir, schaut euch das Branding an, ein Träumle. Legen wir gleich hoch, alle Brenner aus, einen lassen wir an. Je geringer die Temperatur im Garraum, umso schonender ist es für das Fleisch. Das wisst ihr, Thermometer haben wir hier, den schalten wir gleich ein. Wie viel Grad haben wir? 9 Grad. Wir legen ein wenig zum Grillen, dann wird es ein wenig wärmer. Schaut her, die Brokkolis, die stellen wir jetzt auf den Stiel, weil das der härteste Part ist. Und da werden die am besten, da wird der Stiel am besten durch. Ja? Schaut her, die können sich gegenseitig ein wenig abstützen. Das reicht schon. Okay, dann würde ich sagen, wir legen die Stäbchen hoch. Ja? Branding ist super. Was haben die Steaks? Ja, 200 Gramm, würde ich sagen, ja, ungefähr. Tun wir unseren Thermometer schön mittig stecken. Genau. Haben jetzt eine Kerntemperatur von 28, 29. Das zieht es langsam hoch. Die Kartoffelchen, die legen wir ein wenig darüber. Da ist ein wenig mehr Temperatur, da habe ich es ein wenig heißer gemacht. Gut. Unsere Soße köchelt leicht, herrlich. Muss ich es einmal abschmecken. Da brauche ich einen Löffel. Ob genug Salz. Also die müsst ihr nachmachen. Die ist echt die Hölle. Ein Hauch Salz brauchen wir noch. Nehme ich jetzt den Rücken. Ungefähr ein halber Teelöffel noch. Die lassen wir jetzt leicht reduzieren. Dann werde ich noch ein dicker. Die Brokkolis, die lege ich mir jetzt hoch, dass die noch ein wenig da oben garen. Und die Kartoffelchen drehen wir da noch ein bisschen rum. Dann machen wir einen Brenner aus. Also jeden zweiten Brenner machen wir aus, den lassen wir auf Minimal und die Kartoffelchen, die legen wir dann auf den Brenner, der noch an ist und schließen den Deckel. Optimal 150 Grad, es ist jetzt ein bisschen wärmer drin, der Deckel war natürlich auf, aber ich sag mal 100 bis 150 Grad ist okay mit dem Hochziehen. Ja? Und wenn es soweit ist, melden wir uns gleich. Wir haben jetzt 57 Grad Kerntemperatur beim Fleisch. Die Teller habe ich schon mal oben drauf gestellt, dass sie etwas warm werden. Die nehmen wir jetzt runter, stellen die mal ein wenig daneben und holen als erstes unser Fleisch raus. Ja? Die Soße ist ein wenig reduziert, das ist perfekt. Legen wir daher. Das schneiden wir jetzt gleich an. Nein, wir lassen es kurz ruhen. Wir richten erst den Teller her. Ja? Dann nehmen wir auf jeden Fall eine lilane Kartoffel. Zwei normale Kartoffeln. Schaut euch das mal an, wie geil das ausschaut. Keine Ahnung, wie wir es anrichten, aber so in der Art. Zwei Brokkolis. Herrlich. Das gleiche machen wir beim nächsten Teller, weil der Kameramann hat auch Hunger. Ne? Der müssen wir jetzt zwei machen, ne? Zwei Stückchen. Machen wir genauso. Dass es genauso ausschaut, ja. Vielleicht noch ein bisschen mittig mehr, ja, weil, wie heißt es immer, der Rand gehört dem Wirt. Ne? Da dürfen wir nichts drauf tun. Haben wir noch unser Karöttchen, gleich mit her, herrlich. Die Soße, die ist natürlich jetzt schön reduziert, herrlich, so wie sie sein soll. Ich habe sie schon mal probiert, Träumle reicht gar nicht aus, kann ich euch sagen. Auf Steak tun wir als erstes noch ein wenig
Fleur de sel. Okay. Reicht schon. Perfekt. Dann können wir das jetzt einmal da ein wenig so durchziehen. Und verteilen das ein wenig. Das mache ich jetzt mit den Händen. Die habe ich natürlich gewaschen. Ne? Ist ja klar. In der Corona-Zeit musst du ja immer die Hände waschen. Jetzt schneiden wir es an. Achtung. Hä? Das probiere ich jetzt auch gleich einmal. Das probiere ich jetzt schon mal so. Oh Gott, ne. Geschmacksfernsehen müsste es geben. Ach, Hammer. Setzen wir jetzt hierher. Das andere schneiden wir auch an. Schaut her, Wahnsinn. Okay. Und jetzt kommt unser Sösle gleich. Jetzt wischen wir einmal da drüber, dass es ein wenig sauberer ausschaut. Jawohl. Das Zengle tun wir weg. Das lege ich schon mal ab, ne? Ein Traum. Oh Gott. Noch ein wenig nebenhin, weil die Soße ist der Hammer. Oh. Ein Traum. Ha? Das leben wir noch auf. Jetzt probiere ich die Soße, ist ja klar, muss ich probieren. Ne? Ich will es jetzt gar nicht zerstören. So. Hammermäßig. Super lecker. Mit dem Steakfleisch, die Soße. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal von unseren Kartoffeln probieren. Mit dem Sösle ein Traum. Die Lillane. Ein wenig härter. Jetzt fast ein wenig kürbisartig, aber auch super. Und der Brokkoli mit Biss, hammermäßig, schmeckt echt geil. Hammermäßig, schnell vorbereitet, schnell zubereitet. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler. Was geil wäre, wenn ihr auch mein Video teilt. Erträumt ihr was.